bevor ich jetzt mit dem Pferd anfange, mache ich mich erstmal bekannt mit dem Pferd und sage, hallo Pferd, berühre es überall, begrüße es. Und er soll auch, wenn ich rückwärts gehe, mir rückwärts weichen. Versuche ich jetzt mal. Ich benutze das, was Pferde untereinander tun. Man nennt es defensives Drohen, wenn ein Pferd ein anderes bedroht. Und fass über den Widerrist hinüber, weit auf die andere Halsseite. Und hol jetzt die Nase des Pferdes in einem Bogen zu mir hin. Zieh jetzt am Seilende und zieh dem Pferd den Kopf ans Bein. Und das ist die Situation, da hat er eine gute Idee. Er ist nach vorne gegangen in die Entlastung und nicht nach hinten ins Wegsteigen. Lerne, dass dieses Ding nicht beißt und dass es nicht gefährlich ist. Und fang jetzt an, immer mehr. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz schön, dass er sich darauf einlässt, sich zu entspannen auch in dieser Situation, die eigentlich ihm schon sehr viel Stress macht und gemacht hat. Pferde lernen, sich von beiden Seiten besteigen zu lassen. Da hat er kein Problem mit. Also nehme ich meinen Fuß in Steigbügel und tue so, als wolle ich aufsteigen, steige aber nicht auf. Wichtiger als Freiheitsdressur und Zirkuslektion ist mir wirklich das Grundverstehen für die Pferde und mit den Pferden, den Leuten all diese Dinge mitzuteilen, die nötig sind, damit eine Partnerschaft mit Pferd auch zufriedenstellend sein kann für Mensch und Pferd.